Ja, herzlich willkommen beim zweiten Teil meines Horrorfilm-Updates. Ja, leider sind mir meine beiden Glühbirnen durcheinander durchgebraten, deswegen muss ich das jetzt in dieser Form machen. Ich mache erstmal noch mal kurz was hier. Zack. Parental Advisory. Genau. Deswegen muss ich jetzt mit diesem Licht auskommen, aber ich fange dann einfach mal an. Das hat einen Grund, weswegen auch ich machen muss. Das ist eine, aber der Beginn macht erstmal Kevin Fever 1 und 2 hier Doppelpack drin. Und dann habe ich auch den ersten Teil hier auch nochmal im Director's Cut. Fand ich okay, die beiden Filme. Dann kommen wir hier zu Camp Blood 1 und 2. Fand ich auch nicht so pralle, den Film. Also mit Camp Blood verbinde ich was anderes. Beide ist ab 18. Ja, deswegen mag ich das nicht so, weil das von da oben so blendet. Naja, kann man nichts machen. Dann kommen wir hier zu Candyman's Fluch. Clive Barker schuf ja uns Hellraiser, der später noch kommt. Und hier Candyman. Und ein super Film mit tollen Effekten. Dann natürlich der Film, der out of print ist. Candyman 2, die Blutrache. Auch ein wirklich genialer Film. Ich habe euch vorgewarnt, ich mache es im Schnelldurchlauf, wie ich schon im ersten Teil gesagt hatte. Und deswegen, und natürlich das Ende von der Trilogie, das ist nämlich Candyman 3. Ja. Die Candyman-Reihe finde ich absolut klasse und deswegen. Ja, wie ich schon sagte, das hat jetzt einen Grund, weswegen das jetzt hier ist, denn ich muss jetzt hier was unter die Ladentheke sozusagen machen, sag ich mal so. Es hat was mit Rotenburg zu tun, das ja, es hat was mit, wie heißt der Typ nochmal, mit Marion Dora zu tun. Jeder Horrorfilm weiß, jeder Fan weiß sofort, wovon ich rede. Ich weiß von Marco, dass ich das nicht zeigen darf, deswegen erwähne ich es nur, da ich das nicht darf, das weiß ich von ihm. Danke nochmal für den Tipp, deswegen zeige ich es auch nicht. Es ist ein, Film, der jetzt wirklich nicht der ziemlich heftig ist, sagen wir so. Ja, jetzt kann ich nämlich das Parental, wegmachen, denn jetzt kommen nämlich keine Filme mehr so. Der nächste Film ist hier Cannibal Holocaust 2. Ja, ist leider nur der zweite Teil, nicht der erste. Catherine Mild Story fand ich jetzt allerdings nicht so pralle. So, dann kommen wir hier zu Carrie, der auch ein erfolgreiches Remake gemacht hat. Fand ich super. Stephen King, wirklich ein Stephen King-Klassiker. Wie er im Buch steht, wirklich toll gemacht, gute Atmosphäre, gute Schauspieler. Dann Carrie 2. Ja, hat mir sehr gut gefallen, schon deswegen, weil er in der Neuzeit spielt. Auch die Schauspieler und die Effekte fand ich super toll. Also ist auch hier ab 16 wieder erste freigegeben. Ja. Back to the Roots, so habe ich damals auch angefangen mit meinem Horrorfilm. So, dann habe ich hier Carriers, der von der Endzeitstimmung her ziemlich gut ist, aber ich fand ihn jetzt nicht so pralle, weil da war noch ziemlich viel Luft nach oben, ja. Tut mir leid für dieses Gebimme. So, ja, dann kommen wir hier zu Carver, ist zwar hier die geschnittene Fassung, trotzdem fand ich den... Jetzt war das so ein richtiger Mittelding-Film. War zwar schön splatterig in gewissen Szenen, zwar nicht uncut trotzdem, aber hier sieht man es auch weswegen. Und ja. Dann kommen wir hier so eine Art Psycho-Thriller-Film, der auch so ein bisschen Horror-Touch hat, fand ich. Deswegen habe ich ihn hier rein, das ist nämlich das Cell. Der liegt hier nämlich in der zweiten Director's Cut vor. Und deswegen ein Film mit Jennifer Lopez, ich wollte schon wieder fast Lawrence sagen, aber es ist ja nicht, hat mich recht nett unterhalten, der Film. Dann kommen wir hier zu The Cemetery Man. Ja, wird ja auch anders genannt unter La Morte de l'Amore. Allerdings nehme ich den jetzt hier so rein unter C. Deswegen, ich fand den Film jetzt nicht so pralle, die Effekte waren ab und zu mal ganz gut, aber sonst kann ich mit diesem Film eigentlich gar nicht anfangen. Richtig. Dann kommen wir zu Chernobyl Diaries. Ja, der ist ja im Stile so ein bisschen von Found Footage ab 16. Hat so ein bisschen was. Ich fand ihn jetzt nicht so pralle, allerdings auch nicht so schlecht. Er hatte schon ein paar gute Einfälle. Dann kommen wir hier zu The Children. Der Film hier ist ab 18, man sieht es hier. Und hat mich auch recht gut unterhalten. Ja, hier auf Blu-ray kann ich nur empfehlen. Dann kommen wir hier zu einem Film von John Carpenter, der einen Stephen King Film verfilmt hat, nämlich Christine ab 16. Ja,
Hat mir auch sehr gut gefallen, vor allen Dingen schon wegen, weil es eben so eine Stephen King-Verfilmung ist, einfach nur. Und ja, ein Auto entwickelt einen. Supi. Dann kommen wir hier zum ersten Serienkiller. Er ist auch einer der größten, obwohl er von der Körper der kleinste ist. Das ist nämlich Chucky, die Mörderpuppe. Ja. Hier in der 18er Fassung. Sieht aus, das ist die normale Emery. Ja, und was soll man schon zu Chucky sagen? Er ist einfach klasse. Dann habe ich hier die Chucky 2 Steelbook auf DVD. Steelbook limitiert, allerdings nicht auf eine gewisse Stückzahl, weil da weiß man nicht, wie viel es ist. Allerdings sind die limitiert, ist da auch eine limitierte Rufnummer, genauso wie hier der dritte Teil. Liegen beide in den gleichen Fassungen vor. Steelbook, DVD, limitiert. So, dann wird es ein bisschen bisschen witziger eben im Stile von Chucky, nämlich Chucky und seine Braut. Ja, hat sich nicht mehr so ernst genommen, trotzdem fand ich ihn, hat er mich sehr unterhalten, hat hier auch eine FSK 18 Entschuldigung. Und es gab sogar einen FSK 16 VHS, die hatte ich nämlich damals. Dann Chuckys Baby. Ja, das fand ich noch einer der schwächeren Filme, wobei die Effekte ja ziemlich gut waren. Trotzdem, das war mir doch ein bisschen zu Witzigkeit, ein bisschen zu übertrieben, fand ich an manchen Szenen. Trotzdem finde ich ihn echt amüsant. Dann kommen wir hier zu Curse of Chucky. Ja, der sechste Teil von der Chucky-Reihe hat mich sehr gut unterhalten. Back to the Roots, er ist düsterer geworden und Chucky hat wieder auch den alten Humor wieder. Also wirklich Top-Film, kann ich wirklich nur empfehlen für jeden Chucky-Fan. Ich finde ihn super. Der Film ist hier ab 16 Uncut rausgekommen sogar. Ja, dann kommen wir zu einem neuen Found-Footage-Film oder zu einem nicht neueren, sondern einem Found-Footage-Film von J.J. Abrams, Cloverfield. Die Idee dahinter finde ich ganz gut. Der hat da auch gute Atmosphäre, aber ich fand ihn jetzt okay. Er war so Mittelfiech. Mittelfiech. Ab 12, ja, und von J.J. Abrams. Unterschrift. Dann kommen wir zum nächsten Serienkiller, könnte man ja schon fast sagen, der sich in den letzten Jahren sehr, sehr hoch gekillt hat, sag ich mal so. Das ist nämlich The Collector. Ja, der Collector stellt sich hier vor in der Black Edition Uncut. Von den Zaumachern, man merkt es auch richtig von den Fallen her und dass es dann schön viel Gore ist. Also The Collector, definitiv eine Empfehlung wert. Kann ich nur empfehlen. Dann kommen wir zum zweiten Teil, The Collection. The Collection Part 2 von The Collector. Jeder große Sammler hat eine Vision, das steht hier unten, nämlich, stimmt ja eigentlich auch bei uns Horrorfans, oder nicht Horrorfans, sondern Filmefans, auch hier an... Auch in dieser Fassung hier Uncut, aber nicht in Deutschland Uncut, rausgekommen. So, dann kommen wir zu einem Mystery-Film irgendwie, was auch so ein bisschen Horror-Element hat, deswegen ist er drin, das ist nämlich Konstantin mit King Reeves ab 16. Finde ich ganz nett, den Film, hat gute Effekte. Dann kommen wir hier zu The Craziest, das Remake zum gleichnamigen Original von George Romero ab 18 in Steelbook hier und ich finde dieses Endzeit ziemlich cool, allerdings hat er auch hier ein paar da, finde ich, ein paar kleine Macken, trotzdem ist er immer noch sehr gut und kann gut unterhalten. Dann kommen wir hier zu Creep mit Franka Potente. Spielt in UK, also den Leuten auf der Insel. Hat mir sehr gut gefallen, ist Uncut ab 16 hier rausgekommen. Gute Atmosphäre ist dabei. So, dann kommen wir hier zu Creepshow. Ja, Creepshow. Diese Fassung ist sehr, sehr gefragt. Also jetzt nicht bei Sammlern, sondern eher gefragt, ist das wirklich eine besondere Fassung oder ist das eine legalisierte Fassung? Das ist hier von der Red Edition Reloaded, wie man hier oben sieht. Trotzdem, ich freue mich, dass ich den habe, denn jetzt kann ich den endlich abhaken, denn hier auch wieder etwas von Stephen King. Und natürlich hat es natürlich auch gedreht natürlich mit George Romero. Dann kommt hier der zweite Teil. Steht dem ersten nichts nach. Die Geschichten werden wie beim ersten Teil immer blutiger. Sind jetzt hier allerdings nur drei Episoden. Trotzdem gefällt es mir auch hier noch FSK 18 Einstufung.
oder ich glaube sogar indiziert sogar noch. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Dann kommen wir hier zu Creepshow 3. Hat mir zwar nicht so mehr gut gefallen, allerdings fand ich die Effekte nicht schlecht, das muss man schon dazugeben. Und dann kommen wir hier zu einer kleinen Reihe, das ist nämlich Ritters. Ja, das ist hier die Collection ab 16. Im dritten Teil hat hier der junge Leonardo DiCaprio seinen Durchbruch, gerade durch Critters. Und die kleinen Gegner zu Gremlins sagt man ja immer so schön und ich muss sagen, mir gefallen sie super. Ich habe ja damals den vierten Teil damals als erstes gesehen. Ja, dann kommen wir hier zu The Crow. Ja, das ist ja auch so fast jetzt nicht so ganz Horror. Allerdings muss ich ehrlich sagen, schon von dem Stil her und so weiter und so fort fand ich ihn, hat er doch schon so ein bisschen Horror-Feeling drin, muss man schon ehrlich dazugeben. Boah, was ist denn da? Entschuldigung, für diese unfreiwilligen Kommentare ist nicht bewusst gemacht. Ja, also The Crow auch hier wieder im Steelbook in der Schutzhülle, finde ich cool, den Film. Dann kommen wir hier zu Crywolf. Hier in diesem Schuber, ab 16 eingestuft worden. Hier spielt auch John Bon Jovi mit. Ja, nett gemachter kleiner Teenie-Slasher, muss man ehrlich sagen. Hat auch eine nette Effekte und auch eine nette Atmosphäre. Ja, und dann kommen wir wieder zu einem Stephen King-Film. Ja, oder einer Verfilmung. Das ist nämlich Cujo. Ja, und hier unten seht ihr auch schon die besondere Fassung. Ja, 5 Minuten länger soll die angeblich sein. Hier hat man sich dann auch verschrieben, Extended sozusagen. Und ja, Cujo finde ich absolut toll. Und finde Aufmachung von dem Film ist wirklich gut. Ja, und jetzt kommen wir zu den D-Filmen. Wir sind mit den C-Filmen fertig, also kommen wir jetzt zu den D-Filmen. Das wird dann auch nochmal gemacht. So, der erste ist nämlich Dead by Dawn. Ab 18. Die Effekte sind absolut super. Die Schauspieler, naja. Die Story, naja. Ich glaube, damit kann man eigentlich schon alles so sagen. Dann der Dämon. Und dazu muss ich sagen, es ist ein B-Film. Gut, das Monster ist, kommt aus einer Mischung von Lord Voldemort und Pumpkinhead zusammen. Allerdings muss ich doch ehrlich sagen, finde ich den, er ist doch einer der besseren B-Movies. Kann man sich mal geben, vielleicht jetzt nicht für jedermanns Geschmack. Trotzdem muss ich ehrlich sagen, der Dämon im Band des Goblin hat mir doch sehr gut gefallen, mal abgesehen von den Schauspielern, die jetzt so typisch von der Schlange sind. Trotzdem muss ich sagen, einer der besseren B-Movies. Definitiv. Und dann kommen wir zu Dämonisch mit Matthew McConaughey und Bill Paxton. Ja, fand ich okay, den Film war jetzt kein besonderer Film, allerdings auch nicht schlecht geworden, der Film. Also kann man sich mal ansehen, finde ich. Dann kommen wir hier, ja, jetzt zu einem sehr komischen Film, das ist nämlich Dämonische Spiele, das Zusammentreffen von Puppet Master und Demonic Toys. Ja, ein, sag ich mal so, unter 5 Punkte hat er definitiv verdient von 10 Punkten. Der Film ist wirklich jetzt nicht so pralle, muss man sich jetzt nicht unbedingt antun. Ich habe ihn noch, weil ich die Puppet Master Reihe mir noch komplett machen will und die Demonic Toys. Dann kommen wir hier zu Dance of the Dead. Dance of the Dead hier im Steelbook und ja, hier Noobs gegen die Toten und Toten. Wer gewinnt? Ja, nett gemachter kleiner Splatterfilm. Im Teenie-Gewand. Okay, dann kommen wir hier zu einer meiner Lieblingsdämonenfilme. Dance of the Demons 1 und 2. Was für geile Effekte. Moment mal ganz kurz. Dance of the Demons spielt sogar hier in Berlin, was ihm für mich noch ein paar Pluspunkte gibt. Dance of the Demons allerdings ist so ein geiler Dämonenfilm, den ich lange nicht mehr gesehen habe und beim ersten Mal habe ich wirklich so kleine Gänsehaut bekommen. Also, super Effekte, geile Splatter-Sachen und ich muss wirklich die beiden Filme wirklich loben. Die haben es wirklich mal wieder geschafft, mir auch so eine kleine Gänsehaut beim ersten Mal wieder einzufahren. Dann kommen wir zu einem mittelmäßigen Film, das ist nämlich Dark Ride ab
18 hier und ja, nichts Besonderes. Man kann sich mal ansehen. Nette kleine Effekte sind schon dabei, aber sonst nicht. So, dann kommen wir hier zu Darkman 1 und Darkman 2, die ich auch beide super filme. Weil hier ist ja Sam Raimi noch mit dabei. Ist Liam Neeson hat hier den Darkman gespielt. War lange Zeit ja indiziert, jetzt ist er ab 16 eingestuft worden. Weiß jetzt nicht, wie es da beim zweiten Teil aussah. Trotzdem gefallen mir beide, muss ich ehrlich sagen. Habe ich sehr genossen, die beiden Filme. Wobei ja hier nicht mehr Liam Neeson ist, sondern mehr Arnold Ruslow, der ja auch bekannt ist als die Mumie. Aus dem gleichnamigen Film, versteht sich. Aber ich muss sagen, Darkman 1 fand ich doch ein Stückchen besser. So, jetzt kommen wir zu einem Film, wo ich wirklich überlegt habe, stelle ich ihn bei DV oder mache ich das, oder warte ich dann wirklich, bis dann Z rankommt? Weil eigentlich ist es ein Remake des Originals und das Original kommt bei Z vor, nämlich Dawn of the Dead. Ja. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich doch, wieso beides? Ganz einfach, weil ich habe erfahren, hier wurde eine Szene entschärft, was bei der DVD nicht ist. Und ja, jetzt haltet mich für spießig, aber trotzdem, in diesem Falle sage ich mir, behalte ich beide. Und das ist ein Top-Remake. Also, wer das noch nicht gesehen hat, muss ich ehrlich sagen, definitiv ansehen. So, dann haben wir hier natürlich den Kultfilm von Peter Jackson. Natürlich, Splatter pur. Bad Taste hatte ich ja schon vorgestellt. Doch jetzt kommt der Film, den ich mehr liebe. Ein abgefahrener Film. Abgefahrener kann ein Film nicht sein, finde ich. Dead Alive. Besser bekannt auch als Brain Dead. Dead Alive. Könnte man eigentlich deswegen auch auf Wege machen. Aber ich mache es hier in der Blood Edition. Gefällt mir einfach super. Einfach nur, der Film ist so abgefahren, dass er wieder geil ist. Er ist Kult. Dann haben wir hier wieder ein B-Movie. Das ist wieder The Dead Hate the Living. Kann ich natürlich von früher aus dem Fernsehen. Mochte ich auch sehr den Film, weil die Effekte auch ziemlich gut waren. Und die Monster, vor allem der hier, erinnert mich auch ein bisschen aus Nemesis von Resident Evil. Deswegen habe ich ihn vorgestellt. Und ich finde ihn super. Hat auch eine gute, nette Atmosphäre. Dann kommen wir hier zum angeblichen Remake vom Original, nämlich Day of the Dead. Ist eigentlich kein Remake, finde ich. Denn komplett neu aufgebaut wurde der einfach nur. Trotzdem fand ich ihn, hat er nette Effekte auch. Und war auch schon blutig, deswegen habe ich ihn behalten. Und ja, also man kann ihn sich schon ansehen. Aber man sollte vorsichtig rangehen, denn es ist kein Remake vom Original Day of the Dead. Dann kommen wir hier zu Day of the Dead Contagion. Ja. Kann ich jetzt nicht sagen, wie man das einordnen sollte. Director's Cut Version, schön blutig, schön splatterig, kann man für Gorehounds wirklich nur empfehlen. Trotzdem ist der Film jetzt nicht so pralle. Dann kommen wir hier zu Dead and Breakfast. Eine abgefahrene, kleine, schöne, britische, glaube ich, war das auch. Ja, ich sag jetzt einfach mal britisch, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, schreibt in die Kommentare einfach. Hat mir sehr gut gefallen, auch die Effekte waren ziemlich cool. Dann kommen wir hier zu Dead Silence, von den Machern von Zorn. Ich muss ehrlich sagen, hammer cooler Film, auch wieder so ein bisschen auch im Puppenstil, auch so ein bisschen mit Puppen auch was zu tun. Und muss ich ehrlich sagen, wirklich gut, hat wirklich tolle Atmosphäre und Schauspieler waren auch. Dann kommen wir hier zu einem, ja, schon eigentlich schon so einem Kultfilm, muss man ehrlich sagen, wo jetzt auch der zweite Teil rauskommt, nämlich Dead Snow. Finde ich ganz nett, ist ganz witzig geworden, auch vor allem mit coolen Effekten. Ja, auf den Film freue ich mich besonders, Dead Space Downfall. Ja, das Spiel ist ja schon der Hammer, der Film ist der Hammer und was soll man schon zu dieser Sache sagen, außer geil. Also die Atmosphäre finde ich cool und auch dieser Zeichenstil finde ich super. Dann im Gegensatz zum zweiten Teil, Aftermath, fand ich jetzt nicht so pralle. Die Geschichten, es ist auch gebaut wieder in Geschichten wie Episoden so ein bisschen. Fand ich aber nicht so toll. Diese Zusammenmisch aus gezeichneten und dann noch vielleicht aus Computer gemachten Filmen à la AI haben sie aber nicht gut hinbekommen. Dann kommen wir hier zu Dead Time Stories.
Ja, George Romero führt durch einige Geschichten bei beiden Teilen. Der erste ist, glaube ich, ab 16 und der zweite ab 18. Genau, 16 und 18, ja, die Geschichten werden von Mal zu Mal blutiger, aber ich fand den ersten noch ein bisschen besser. Ein bisschen aufgebaut wie die Geschichten aus der Gruft. Fand ich ganz nett. Ja, dann weiß ich jetzt nicht, ob man den so ein bisschen auch dazu packen kann, ob es ein Horror ist. Ich frage ihn jetzt einfach mal rein, weil er doch ein ziemlich gut gemachter Thriller ist. Auch so ein bisschen mit bisschen, aber nur klitzekleinen Anteil Horror, finde ich. Death Proof. Packe ich jetzt einfach mal mit rein. Fand ich auch recht cool, den Film. Dann kommen wir hier zu einem wirklich coolen High-Film, Deep Blue Sea, mit tollen Effekten, tollen Schauspielern. Ja. Dann kommen wir hier zum Thriller, zum, ja, man könnte auch so ein bisschen leicht sagen, leichten Grusel-Thriller. Denn zum Küssen sind sie da. Ab 16 habe ich ja für 3 Euro bekommen. Fand ich sehr, sehr spannend erzählt auch. Und dann kommen wir hier zum den beiden Kultfilmen. Jeder hat Angst davor, in die Praxis zu kommen. Denn ich stelle euch hier The Dentist vor. Ja, den zweiten Teil habe ich ja irgendwo, glaube ich, damals noch mal sogar im Fernsehen gesehen. Den ersten Teil noch nie hatte ich ja dann bis damals noch nicht gesehen. Trotzdem muss ich ehrlich sagen, The Dentist 1 und 2 bringen uns noch ein bisschen mehr den Horror sozusagen, weil es ist schon ziemlich hart, wie er noch vorgeht. Beide gefallen mir, wurde gemerkt. Ja, jetzt komme ich zu einer kleinen Box. Das ist nämlich The Decent Teil 1 und Teil 2. Ja, ich liebe diese Box. Die ist wirklich toll. Mit beiden Filmen in einer Box. Auf Blu-ray. Ab 18. Tolle Atmosphäre. Kann man nur empfehlen. Dann zu Devil's Chair. Devil's Chair ist okay, der Film. Er hat ein paar nette Sachen, aber allerdings auch nicht so besonders. Ja, dann kommen wir hier auch wieder zu einem kleinen Kultfilm. Ich glaube, das war der Vorgänger zu Haus der Tausend Leichen. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. The Devil's Rejects. Wird ja von vielen als so ein bisschen auch als Horror bezeichnet. Finde ich zwar eigentlich jetzt nicht so. Ich stelle ihn trotzdem euch vor hier im Director's Cut in beiden Editionen. Ich muss sagen, er war schon recht nett, aber so als ultimativen oder das als Horrorfilm zu bezeichnen, war ich zu bezweifeln. Dann zu Diary of the Dead. Viele finden den ja nicht so berauschend. Ich finde ihn super, muss ich ehrlich sagen. Ein Found-Footage-Film im Stile von mit Zombies. George Romero wollte mit der Zeit gehen und finde ich, in meinen Augen hat er das wirklich geschafft, hat damit auch wirklich einen guten Film gemacht. Ja, muss jeder sein. Im Gegensatz zum nächsten Teil Film, ich muss sagen, da finde ich, da sind sich viele, viele einig, dass der wirklich geil ist. Das Ding in der ungekürzten Fassung, damals ja hier noch die indizierte Fassung. Ja, was soll man schon sagen? Absoluter Kult, gehört in jede Sammlung, finde ich. So, dann haben wir hier auch so ein bisschen Thriller-Stil. So ein kleiner Remake von, wie heißt das, Das Fenster zum Hof oder irgendwie sowas. Disturbia mit dem Lieblingsschauspieler von vielen, Shia LaBeouf. Wenn man den hört, stoßt es bei vielen auf. Ich weiß trotzdem, ich fand ihn okay. Dann kommen wir hier zu DNA. Ab 16. Mit Val Kilmer und Marlon Brando. Ja, fand ich jetzt auch nicht so berauschend. Ist Gruselthriller, wird es bezeichnet. Die Effekte fanden ich gut. Das schon, aber sonst fand ich den Film nicht so brav. Dann kommen wir hier zu Dominion Exorcist. Der Anfang alle des Bösen. Ja, ich könnte es auch zu E packen, aber trotzdem. Dominion steht da, deswegen, ja, fand ich jetzt ein Solar Lachen, also so ein Mittelding. Dann zu einer Videospielverfilmung, namens Doom, mit Unterschrift hier, Carl Urban. Ja, super Videospielverfilmung, super, vor allen Dingen die 5 Minuten oder die Ego-Perspektive am Ende fand ich super einfach nur. Ich kann den Film nur empfehlen, ich feiere den wirklich sehr, weil er auch wirklich gut zu der Verfilmung passt. Dann kommen wir hier zu Doomsday. Auch hier wieder so ein bisschen mit Endzeit, ein bisschen Horror, bisschen Thriller, bisschen Action auch dabei. Also ein Rundum-Wohlfühl-Paket sozusagen für Action, Horror und so weiter. Fand ich gar nicht mal schlecht. Dann kommen wir hier zu Don't Look Up. Ja, ist ganz nett geworden, aber kein unbedingtes Must-See. Ich fand die Effekte ziemlich gut. Allerdings muss man ehrlich sagen. Auch hier so ein bisschen leicht geprägt. Zweites gebe ich zu.
So, dann kommen wir zu einer Horrorkomödie, muss man ehrlich sagen. Mel Brooks Dracula droht, aber glücklich mit Leslie Nielsen, ja. Ab 12. Muss ich, glaube ich, eher weniger sagen. Es ist Leslie Nielsen. Dann zum nächsten Dracula-Film von Wes Craven fand ich so ein Mittelding, muss ich ehrlich sagen. Die Effekte waren gut, Schauspieler waren jetzt so lala. Naja. Jetzt kommen wir aber zu einem der besten Dracula-Filme, das ist nämlich Bram Stoker's Dracula. Ja, ich finde mich schon fast im 30er-Bereich trotzdem. Bin ja gleich fertig. Ja, Bram Stoker's Dracula, was soll man schon zu dem Film sagen? Einfach nur einer der besten Dracula-Filme, die ich jemals kenne. Dafür gibt's zwei Daumen nach oben. Und sollte man sich definitiv ansehen. Tolle Schauspieler und tolle Atmosphäre. Dann kommen wir hier zu Drag Me to Hell. Sam Raimi. Selbst da Tanz der Teufel, Evil Dead, zeigt er hier, dass er es drauf hat. Und mit diesem Film wirklich zeigt er wirklich, dass er da noch so ein bisschen oder dass er eben noch gute Horrorfilme machen kann. Im Gegensatz zu dem für nächsten Film, das ist nämlich von Clive Barker, auch von Dredd. Es gibt nur zwei sehenswerte Szenen. Liegt hier in der Uncut-Edition vor. Allerdings rate ich euch von dem Film wirklich ab. Der Film ist eigentlich richtig strunz langweilig. Es gibt nur zwei nette Szenen. Eine Szene wird hier gezeigt schon. Finde ich absolut langweilig. Fast nur Dialoge. Man ist schon fast zum Einpennen, der Film. Trotzdem behalte ich ihn schon wegen Clive Barker. Und das ist eine Geschichte vom Buch des Blutes, oder wie es heißt. Dann kommen wir hier zu Drive-Thru. Ja, ein netter kleiner Teenie, Slasher mit blutigen Einlagen. War okay, der Film. Ich glaube, das war's dazu zu dem Film. Dann stelle ich euch jetzt drei Filme vor. Ja, es sind jetzt allerdings die vier letzten Filme, bevor ich euch dann hier mit diesem Update entlasse und dann euch mit dem nächsten Part dann beglücke. Das ist nämlich erstmal Düstere Legenden, der ja wirklich super ist. Tolle Effekte, tolle Atmosphäre und nette Schauspieler. Düstere Legenden 2, welcher immer noch indiziert ist, irgendwie totaler Schwachsinn. Trotzdem finde ich ihn ziemlich gut immer noch. Hat eine gute Effekte und auch gute Schauspieler, fand ich auch nicht schlecht. Dann kommen wir hier zum miesen dritten Teil. Der dritte lahmste von allen, das muss man ehrlich sagen. Hatte mir nicht gut gefallen, nur die Effekte waren gut. Es geht ja auch so ein bisschen um diese Geschichte von Bloody Mary. Ja, allerdings muss man ehrlich sagen, die ersten beiden waren richtig cool, der dritte Teil ist weg. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten, das ist nämlich Dying Breed, Krankheit-Emission. Tja, war okay, der Film. Ist so ein kleiner Backwoods-Slasher im Stile von auch von na, Wolf Creek irgendwie und ja, war jetzt nicht so der Hit. Trotzdem. Ja, ich hoffe, dieses Update hat euch auch wieder gefallen. Ich würde mich freuen auf Kommentare. Welche Filme habt ihr? Welchen? Würde mich mal interessieren, einfach nur, was ihr bei diesen Filmen, welche Filme ihr darunter cool findet. Schreibt einfach mal in die Kommentare, ich würde es gerne von euch wissen. Welche vermisst ihr? So ein bisschen, das würde mich auch nochmal interessieren. Natürlich muss man damit rechnen, allerdings, dass einige auch später kommen. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend und bis dann wünsche ich euch JK Forever 01.